Hallo, um unsere Level etwas größer machen zu können, können wir eigentlich nicht auf die Kamera 2D verzichten. Na gut, wenn wir das nicht können, dann machen wir es auch nicht. Mein Name ist Jo, ich bin der Spielemacher. Nachdem wir nun den Loop vollständig haben und unser Spieler etwas schneller ist, möchten wir das Level nun auch etwas größer machen. Dafür brauchen wir allerdings dann die Kamera 2D in diesem Fall, denn wir möchten ja nicht eingeschränkt sein von der Größe des Viewports. Wir beginnen hier einfach mal, indem ich das Level etwas größer male. Ich gehe auf unsere Tilemap, wähle die Grasplattform aus. Wir machen hier mal den Durchstoß weg. Wir können hier auch tatsächlich deutlich höher gehen. Und machen hier unser Ende hin. Das Ende ziehen wir jetzt rüber. Und nun haben wir ein angepasstes neues Level. Unsere Kamera wird jetzt natürlich auch etwas mehr aufnehmen. Das heißt auch Render ein bisschen mehr drin haben. Das heißt, hier ist es vielleicht nicht ganz unwichtig, hier ein bisschen mehr voll zu machen. Und nun kommen wir zur Kamera. Die Kamera, die hängen wir an unseren Player. Dafür wählen wir die Player-Szene. Und nun fügen wir unserem Player eine Camera 2D hinzu. Der Kamera geben wir ein Position Smoothing. 5 Pixel lassen wir für den Moment. Da schauen wir mal, ob das so okay ist. Und aktivieren das Tracking. Dabei machen wir allerdings das Top- und das Bottom-Margin etwas höher. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze wirkt. Wir drücken auf Start. Wir sehen schon, wir sind hier direkt im Bereich der Kamera. Und die Kamera, die scrollt nun mit, wenn wir entsprechend weitergehen. Ich glaube, das Top- und das Bottom-Margin machen wir doch wieder auf 0,2. Das fühlt sich so besser an, wenn das ein bisschen eingeschränkter ist. Das sind 20% von der Höhe. Das ist zwar ein bisschen weniger als dann in der Breite, aber wir haben einfach auch weniger Platz. So, wir können nun vorausgehen. Oh, hier haben wir eine Stelle eingebaut, aus der wir nicht mehr rauskommen. Das sollte natürlich nicht sein. Das müssen wir noch anpassen. Starten erneut. Schauen wir mal. Euer Spiel sollte natürlich immer spielbar sein. Wir sollten nirgends irgendwo reinkommen, wo wir nicht mehr rauskommen. Außer man will das in diesem Spiel so haben. Und ich versuche nun mal ans Ende zu kommen. Hier komme ich auch nicht hoch. Und wir sehen einfach, wir können das ganze Level ablaufen und auch mit ins Ziel kommen und starten dann wie gewohnt im zweiten Level. Und auch hier folgt uns die Kamera, da die Kamera nicht Teil des Levels ist, sondern Teil des Spielers und der Spieler jedes Mal einfach neu gespawnt wird. Die Kamera ist nun also eingebaut und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende dieses Videos. Als nächstes kommen dann auch mal die ersten Gefahren, also irgendwelche Stacheln, auf die man nicht draufspringen kann. Oder dass man stirbt, wenn man ins Unendliche fällt. Das machen wir dann nächstes Mal. Fürs Heute soll es das gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns.